Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Pokémon Y-Battle, die Kilian Challenge. Destiny immer noch gegen Kilians Team mit Quaxo als Lead. Und er hat dabei Voltenso, Aquana, das haarige Biest, seinen Tiss, Demeteros und Badarang. Und wir starten mit dem. Den Kampf. Sehr geile Kampfmusik. Destiny will dabei kämpfen. Quaxo. Kleiner Hüpfrosch. Kleiner Frogger. Da haben wir Badarang. Yay. Jetzt weiß ich auch, woran der Name angelehnt ist. Ich schäme mich, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Batmans Badarang, oder wie man es ausspricht. Ich habe die Aussprache nicht mal so offen. Nicht mal so auf dem Kasten, denn Englisch ist nicht mal eine Stärke. Komm, jetzt mal ein Sturzflug. War natürlich für Quaxo bestimmt. Da lacht Stolos ein bisschen drüber. Und da geht der Badarang erstmal in Batmans Tasche zurück. Und Genie ist wieder zurück. Und kassiert einen Steinhagel. Tut, ja, ganz gut weh. Kann man mal so sagen. Da haben wir Mega Sturlos. Und die Erdkräfte. Das tut sehr weh. Und es reicht, um Stolos kalt zu machen. Also, da war Mega Stolos mit dem komischen Hinterteil sehr schnell down. Hier die Erdkräfte, okay. Ah, der Krabhammer. Ich wollte schon sagen, keine Wasserdüse. Aber das erklärt wieder einiges. Genie geht down. Und Tiss kommt in den Kampf. Der alte Hauding. Und jetzt kommt die Wasserdüse. Macht netten Schaden und einen Tempohieb. Der natürlich reicht, um Krebutak auszuschalten. Ich finde die Musik so geil. Und da haben wir den, das Pimmlarotom. Mit der Hand am Schlauch, das ist so. Ach man. H2O-Absorber, sehr cool, sehr gut predicted. Und da kommt der Donner, der natürlich ordentlich reinhauen wird. Das ist gewaltiger Schaden. Ich frage mich, warum das Siedewasser, entweder um zu verbrennen, was bei mir nie funktioniert, ich weiß nicht warum. Oder er hat gedacht, er wechselt aus, aber man weiß es nicht. Es wird wahrscheinlich in den Kommentaren stehen. Der Neptun heilt sich ein bisschen hinauf. Der Burn, Baby. Ah, und jetzt kommt das Schutzschild. Neptun auf Shield. Der Regen lässt nach. Jetzt kann Donner nicht mal sofort rein prügeln ohne Ende. Ist schon mal sehr positiv für Neptun. Vielleicht geht Donner mal daneben. Das Healing Battle ist auch im vollen Gange mit dem Burn. 100 KP. Und Donner geht daneben. Da sollte sich jetzt gerade jemand sehr freuen. Traumhafte Wünsche. Dann kommt gleich garantiert wieder ein Schutzschild. Und Aquana ist wieder voll geheilt. Nach dem ganzen Geheile hier. Die Verbrennung tut ihr Übliches. Und da geht Rotom erstmal zurück. Da hat er die Schnauze voll. Und da kommt Quaxo. Quaxo. Es fängt wieder an zu pissen. Und da kommt das Toxin. Wie gemein, du kleiner du. Und der Wunschtraum hält Aquana hoch. Jetzt kam gar kein Dingens hier, ne? Weiß schon, kein Schutzschild, wenn ich es richtig gesehen habe. Frage ich mich, war, ob er sich gesagt hat, komm, der wechselt schon aus, weil Donner hätte theoretisch treffen können, dann wäre Aquana hops gegangen. Hat mir schon gedacht, ach, er wechselt schon aus. Jetzt ist er natürlich dank Zugabe erstmal auf Toxin festgekettet. Eine böse kleine Falle. Von Quaxo.
Und da zieht er seinen Neptun wieder zurück. Hat gute Dienste geleistet. Ich reihe gleich, Alter. Das ist wieder sehr geil predicted, also das ist cool. H2O-Absorber, Volt-Absorber. Aber klar, dass ein Donner kommt, da kann man sich erstmal schön boosten. Oder einfach nur den Angriff abfangen. Okay. Und er tauscht auch aus. Sehr schön. Er verarscht unseren kleinen Kinder so ein bisschen. Finde ich lustig. Aber wieder Siedewasser. Hui. Schöner Schaden. Supex hat ja auch nicht gerade die beste Spezialverteidigung. Muss man einfach mal sagen. Aber es haut auch ordentlich rein. Da geht's wieder zurück. Zurück. Für Quaxel. Kleines Pummelchen. Nichts effektiv. Und sie starren sich gegenseitig an. Oh, wie sie starren. Und krank vor sich hinsüppeln. Kommt jetzt erstmal ein Schutzschild, das war zu erwarten. Ah, da kommt wieder die Zugabe. Ging daneben. Die ging jetzt daneben, oder? Hä? Wir haben es jetzt richtig gesehen. Quaxel wird durch Gift verletzt. Ich wusste gar nicht, dass Zugabe von Schutzschild abgeblockt wird. Schutzschild ist fehlgeschlagen. Woran das nun liegen könnte? Überreste heilen wieder hoch. Quaxel wird runtergegiftet. Und ich wollte gerade sagen, der nächste Gift-Tick, der würde Quaxel dahin raffen. Aber das muss nicht sein. Und da ist Admurai. Kilians Lieblings-Pokémon. Und Tiss ist wieder back. Back in the game. Da kommt die Kalklinge. Zack. Macht ordentlich Schaden. Und ein Ableit-Hit. Der wird auch... Ja, kann sich sehen lassen. Da ruft Destiny erstmal seinen Tiss wieder zurück. Möchte auch noch nicht aufgeben, kann ich verstehen. Neptun kann eine Kalklinge besser abstecken. Einstecken, wollte ich sagen, wegen H2O-Absorber. Und Neptun ist übrigens wieder voll geheilt. Da kommt der Vielender. Mächtig, mächtig. Tut auch ordentlich weh. Und gibt's wieder den Burn? Ne? Nichts effektiv. Kein Burn. Sehr schön, so wie bei mir. Dem, 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 dem. Ein Vielender wieder. Ordentlich reinknüpseln. Mal Siedewasser. Und? Wieder kein Burn. Das ist doch sehr schön. Halt sich nochmal hoch. Und der Vielender wird das Ganze jetzt beenden. Das war's für Neptun. Und da kommt Batarang wieder zurück. Oder Batarang. Oder wie auch immer man es ausspricht, keine Ahnung. Batmans Wurf. Fledermaus. Irgendwie so. Es fängt wieder an zu schiffen. Vielen Dank, Quarkfro. Und da kommt die Kehrtwende. Mach's gut. Quaxo wurde besiegt. Der kleine Batnesser ist ausgeschaltet. Und da kommt es, das haarige Ding. Und Destiny hat mich auch noch gefragt, ob ich bei dem Namen haarig an etwas Perverses gedacht habe. Also, Destiny wirklich, pfui, wie kann man dabei nur was, an was Perverses denken? Das ist doch, Wunschdenken vielleicht. Übrigens der Sauger, ne? Rotom ist down. Und da kommt Admurai wieder in den Kampf. Sieht nicht so gut aus. Vielender. Wird aber nicht reichen, denn das Vieh ist bulkig. So richtig bulk, bulk, bulk. Da kann auch ein Admurai nicht wirklich durch diese haarige Schicht kommen. Bis zum Kern. Bis zum Fläubchen. Was?
Aber noch Sumpex und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, das sieht nicht sehr gut aus für Kilian und Sumpex. Weil auch das wird nicht reichen, wie man sieht. Und ein Gigasauger, ich meine, Sumpex und Pflanze, haut schon ordentlich rein und das war's dann auch schon für Sumpex. Und somit hat Destiny endlich Kilians Team platt gemacht. Applaus dafür. Muss ich mal auf den Tisch klopfen, weil ich den DS festhalten muss. Und somit sehen wir Destiny gleich im nächsten Kampf gegen Kilians nächstes Team wieder. Ich glaube, keiner kommt so weit wie Destiny bis jetzt. Und ich würde mal sagen, nach der Kreuzblende geht es sofort weiter. Und da sind wir auch schon im nächsten Kampf angekommen. Kilians nächstes Team hat dabei Glaciola, sehe ich richtig? Ja, sehe ich richtig. Ninjask, Mamutel, Brigaron, Viscogon und Scarabon. Und Destiny hat dabei seinen Tiss, den Titanic-Fan Aquana, Psyana, Genie und Batmans kleinen Wurf-Fledermäuschen-Dingens-Gedöns. Und ich würde mal sagen, mit dem Quietsche-Button starten wir die Wiedergabe des Kampfvideos. Mit epischer Musik, Destiny will mit dir kämpfen. Los, Glaciola. Eine schöne Evoli-Entwicklung. Und da haben wir den Fledermaus-Boomerang. Wird eine Kehrtwende erstmal das Weite sucht. Kann ich verstehen, ich möchte keine Eisattacke mit ihm abkriegen. Also würde ich nicht wollen, haben zu tun sein. Und da haben wir Aquana, den Neptun. Unter den Evoli-Entwicklungen, jetzt wollte ich schon fast Aquana-Entwicklungen sagen. Es hagelt übrigens ein bisschen. Und da kommt die Eishaut zum Vorschein. Sehr cool. Voll ins Gesicht. Da wird sich wieder so hoch geheilt, gehielt, oder wie auch immer. Und der blitzert. Macht niedlichen Schaden. Aber vielleicht friert ja Aquana ein. Das wäre ja positiv. Auf jeden Fall, Siedewasser haut besser rein, aber es verbrennt nicht. Der Hagelschaden. Ich könnte mir vorstellen, dass Kilian jetzt auswechselt. Oder auch nicht. Einfach nur draufhauen. Da kommt der Wunschtraum. Okay. Er wünscht sich etwas. Er wünscht sich eine grüne Leiste, die komplett voll ist. Eine gelbe Leiste, die wieder grün wird und dann komplett voll ist. Jetzt ist wieder eine grüne Leiste. Bla bla bla. Das kann man ewig so weitermachen. Und jetzt kommt der Spuckball voll ins Gesicht gerotzt. Und das war ein Volltreffer. Meine Güte. Da kann man auch gleich beim Blizzard bleiben. Und da ist er, der Burn, Baby. Burn. Mit dieser Siedewasser-Burn. Ich krieg den nie. Das ist voll die Sauerei. Da kommt der Wunschtrauben. Wieder hochheilen. Bulkiges kleines Mistvieh, du. Ich kämpfe äußerst ungern gegen Aquana. Verbrennungen, Schaden. Und da kommt noch einmal ein Spuckball. Ins Gesicht. Und das Siedewasser wird Glaciola den Rest geben. Arme, schöne Evoli-Entwicklung. Da hört es auf zu hageln. Hochheilen. Man kennt es ja nicht anders. Und da kommt der Speedy. Der Speedy Gonzales unter den Pokémon. Ninjask. Bzzz. Dann haben wir Badarang. Yay. Schwerttanz. Oh. Da ist wohl jemand auf Aggro aus. Initiative steigt. Noch einmal Schutzschild drücken. Nochmal Initiative hochpushen. Um ja schneller zu sein. Da kommt der stürzende Flug. Da kommt die Staffette. Sehr schön. Verdoppelten Angriff auf Mamutel und sehr schnell. Das könnte jetzt sehr gefährlich werden. Kommt erstmal der stürzende Flug. Batz. Haut ordentlich rein.
heiliger Bullsch, heiliger Dingsbums. Und dann zieht er erstmal sein Wurffledermäuschen zurück für den Titanic-Fan. Möchte bestimmt keine Eisattacke mit abkriegen, weil das würde jetzt töten. Der Titanic-Fan lässt sich da nicht wirklich von beeindrucken. Und Steinhagel, der tut schon mehr weh. Aber auch nicht so, wie es sollte. Jetzt kommt der Knirscher, ob es reicht. Knapp reicht es nicht. Und das Erdbeben sollte ausreichen? Ja, es reicht aus. Die Titanic geht mal wieder unter. Da haben wir Tiss zurück. Yay. Und der Eissplitter, der wird jetzt ordentlich reinhauen. Ja, okay. Nicht so ordentlich, wie ich mir... Ich überschätze manchmal die Attacken, glaube ich. Auf jeden Fall, Mammut wurde besiegt. Schade. Grunzen des Mammut ist hinüber. Und da haben wir wieder den Speedy Gonzales. Bzzz. Einmal hochboosten, ein Eishieb kassieren. Das müsste eigentlich im Fokus gut kommen, so wie man Kilian kennt. Natürlich. Der Tempo-Sup. Einmal ein Schutzschild rausdrücken. Dann kommt garantiert wieder eine Staffette. Eine fette Staffette. Wenn er dann überhaupt schnell genug ist. Nö, ist er nicht. Hätte er sein können, oder? Nee, Quatsch. Prio und so weiter. Was laber ich hier eigentlich? Es ist spät. Auf jeden Fall, Minas ist hinüber. Und Scaraborn zeigt nun, was es kann, indem es megamäßig digitiert. Mega Scaraborn! Und ein Felswurf. Und noch ein Felswurf. Durchs Horn. Okay. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie das Horn einen Felsen generiert und dann auf den Gegner schmeißt. Sieht bestimmt sehr lustig aus. Da kommt jetzt ein Ableithieb. Auch nicht die Welt an Schaden. Ja, ganz niedlich. Ein Tempohieb, einmal ein bisschen draufknüpseln. Warum nicht? Und da kommt der Nahkampf. Zack! Da kann auch Tiss nicht mehr standhalten. Und ein Volltreffer. Ich glaube, der wäre nicht mal nötig gewesen. Die Verteidigung sinkt. Tiss geht zu Boden. Und Genie beschwebt das Feld. Viscogon, der Schlabberdrache, der ist so putzig. Kommen die Erdkräfte. Ja, doch mehr Schaden, als man es sich, glaube ich, wünscht. Und ein Volltreffer, das war gemein. Es hätte vielleicht durch Zufallswert noch reichen können, aber der Volltreffer, der reicht es wieder raus. Auf jeden Fall jedenfalls. Fokus-Miss, sehr schön. Ein Fokus-Miss, den haben wir doch alle gern. Ein gepflanzter Genie, der freut sich. Genie ausnuckeln. Ein Fokus-Miss schon wieder, alter Finne. Es sieht so lustig aus, wenn Birigaron diese Attacke ausführt. Ein bisschen hochheilen. Und noch ein bisschen hochheilen. Genie geht wieder an seine Wunderlampe zurück. Für den Daybreaker. Da kommen die Schutzstacheln. War ein sicherer Switch, weil damit konnte man schon rechnen. Und der Daybreaker kommt mit dem Psycho-Schock. Und das haut Brigaron mit einem Volltreffer sowas von aus dem Leben. Ich glaube, es hätte auch ohne Volltreffer gereicht. Korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre, aber ich glaube es zumindest. Da kommt eine Kraftreserve. Ich tippe mal einfach auf Feuer oder auf Flug. Ich glaube Feuer. Bei Flug wäre, glaube ich, ganz vorbei. Da geht der Daybreaker erstmal zu Boden. Sehr effektiv, zweimal getroffen. Wir haben das gesehen und mitgezählt. Und der Genie zeigt sich wieder aus seiner Lampe.
und drückt die Erdkräfte raus. Und richtet dieses Scaraborn. Und somit hat Destiny auch dieses Team von Kilian erfolgreich besiegt. Und ist somit nochmal ein Part weiter. Im nächsten Part sehen wir ihn wieder gegen das nächste Team von Destiny. Von Kilian meine ich. Mit einem anderen Team von Destiny. Irgendwie muss man sich ja noch retten. Ich will mal sagen, ohne große Worte, das war's für heute. In dem Sinne, arrivederci, meine Klammerkoronis. Und im nächsten Part sehen wir, wie Destiny sich weiter gegen Kilian behauptet. Arrivederci erneut und bis übermorgen. Tüdelü.